von Geld, das Wald von Geld, klingt übers Feld, klingt übers Feld. Das fließt von tausend Diamanten, von Diamanten. Wir sind die Nuss, ihr seid die Nuss, die Nuss, die Musikanten. Musikanten, und unser ist die ganze Welt. Wir sind die lustigen Musikanten. Nun,
Hier erklangen wir Burschenlieder 1817. Aber die Burg ist auch seit 25 Jahren Heimstatt dieses Chores. Der Dank der engen Verbundenheit mit der Wartburg-Stiftung hier in all den Jahren sein Publikum erfreuen durfte. Dank dafür zu sagen, vor allem auch Ihnen, die Sie den Chor auch in schwierigen Zeiten begleitet haben, in denen man oft argwöhnisch beobachtete, dass er immer wieder versuchte, sich der verordneten Kulturpolitik zu entziehen. Dank zu sagen, ist mir eine von den Sängern übertragene Aufgabe, die ich an dieser Stelle gerne erfülle. Der Chor möchte Sie nun in diese festliche Stunde begleiten, Ihnen einen bunten Festtagsstrauß, gebunden aus bekannten und weniger bekannten Melodien, überreichen. Und um dies in der rechten Stimmung zu tun, wollen wir in Gedanken diesen Raum verlassen und den Frühling willkommen heißen mit einem Gedicht, das Erich Kästner in seiner unnachahmlichen Weise als lyrische Liebeserklärung an den Frühling verfasst hat, der Mai. Im Galarock des heiteren Verschwenders, ein Blumenzepter in der schmalen Hand, fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders, aus seiner Kutsche grüßend durch das Land. Die Apfelbäume hinterm Zaun erröten, die Birken machen einen grünen Knitz, die Drosseln spielen auf ganz kleinen Flöten das Terzo aus der Symphonie des Glücks. Wir bleiben mit dem Chor in dieser Stimmung für Sie erklingen. Ein Frühlingsdramen von Franz Schubert und eine kleine Frühlingsweise von Helene Borchardt. Es schließt sich an der Widerspruch von Franz Schubert, den er wahrscheinlich 1826 komponierte, gleichsam ein Zeichen der inneren Zerrissenheit, unter der Schubert Zeit seines Lebens beginnt. Der Chor wird begleitet von Frau Dagmar. Willkommen, lieber schöner Mai, hier tönt der Vögel Lobgesang. Willkommen, lieber schöner Mai, hier tönt der Vögel Lobgesang. Willkommen, lieber schöner Mai, hier tönt der Vögel Lobgesang. Willkommen, lieber schöner Mai, hier tönt der Vögel Lobgesang. Willkommen, lieber schöner Mai, hier tönt der Vögel Lobgesang. Willkommen, lieber schöner Mai, hier tönt der Vögel Lobgesang. Willkommen, lieber schöner Mai, hier tönt der Vögel Lobgesang. Willkommen, lieber schöner Mai, hier tönt der Vögel Lobgesang. Thank you.
So dürfen wir mit großer Freude heute eine Künstlerin auf dem Podium begrüßen, die zu den großen Sopranistinnen unserer Gegenwart gehört. Felicia Weathers. Ihre Karriere nachzuzeichnen wäre abendfüllend. Es sollen nur einige wichtige Stationen hier genannt sein. Studium als Stipendiatin an der University von Indiana, Preisträgerin beim Laureato-Wettbewerb in Sofia. Es folgten Engagements an den Opernbühnen Zürich und der Landesbühne Kiel. Herbert von Karajan, der große Förderer junger Talente, wurde auf sie aufmerksam und ebnete ihr den Weg an die Wiener Staatsoper. Es folgten Auftritte in ganz Europa, schließlich der Ruf zum Mekka der Opernbühne an die Metropolitan Opera in New York. Heute ist ihr Name zu einem Begriff in aller Welt geworden. Opern, Gesamteinspielungen, Arien und Liederproduktionen prägen das umfangreiche Programm ihrer Schallplattenproduktion. Sie arbeiten mit den berühmtesten Dirigenten und Regisseuren zusammen, hat auch schon selber Regie geführt. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute Abend bei uns sind. Begleitet von David Waits singt sie für Sie fünf Lieder eines der führenden Komponisten der deutschen Romantik, von Johannes Brahms, dessen Liedschaffen sich durch Gemütstiefe und eine dem Volkslied eng verbundene herzliche Melodie auszeichnet. Bitte empfangen Sie Felicia Weathers.
1827, also vor 165 Jahren. Schon bezeichnet von schwerer Krankheit schuf Franz Schubert das nun folgende Werk. Es ist das Jahr, in dem er sich ansonsten fast gänzlich mit seinem großen Liederzyklus, die Winterreise, beschäftigt hat. Geschrieben wurde die Deutsche Messe nach Texten von Johann Philipp Neumann, ursprünglich für die Zöglinge des Wiener Polytechnikums. Meisterhaft versteht es Schubert auch hier in großer Innerlichkeit und Schlichtheit die Seele zum Klingen zu bringen. So stellt sich diese Messe als Ausdruck der Volksseele eben wirklich neben die großen lateinischen Messen vor und nach Schubert. Sie ist fürs Volk geschrieben, ist Gebet, nicht vorrangig Kunstgesang. Gesungen vom Franz Schubert Chor unter der Leitung seiner Dirigenten La Peter soll nun die Deutsche Messe in einer A Cappella-Fassung für Männerchor, für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in dieser festlichen Abend erklingen. Da es sich um ein Gesamtkunstwerk handelt, mit sehr genauer Dramaturgie der Messe gebaut und die Teile sich wechselweise aufeinander beziehen und wo die Sänger sehr viel Konzentration brauchen, bitte ich Sie mit Ihren Beifallsbekundungen bis zum Abschluss dieses Gesamtwerkes zu machen. Thank you.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe. Singet der himmlischen selige Schar. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe. Stammen auch wir, die Ehre gebar.
Priorität ganz anderer Art als in der eben geführten Messe, spricht aus den Liedern der nordamerikanischen Neger, die uns als religiös und gospel zu pflegen bringen. Geistlichen Liedern und Gesängen während des Gottesdienstes. In diesem Jahr gedenkt die Welt der Reise Christoph Kolumbus nach Amerika im Jahre 1492. Und im Widerstreit der Meinungen steht die Frage, ob es nun wirklich eine Entdeckung war oder bereits andere den Weg in dieses neue Land gefunden hatten und ob es nun wirklich ein Heil war für die Indios, dass die Europäer sie heimsuchten. Für die aber, die über Jahrhunderte in den Rümpfen der Sklavenschiffe über das Meer gebracht wurden, war es ein Weg in die Hoffnungslosigkeit und ins Elend. Vielleicht ist es auch eine aktuelle Frage an uns, wenn uns ein nordamerikanischer Autor, Joseph Seaman Cotter Jr., im Jahre 1895 in Kentucky geboren, über unser Verhältnis zu den Menschen anderer Rassen und Nationen in einem Gedicht fragt: Und was wirst du sagen? Oder komm und lass uns vor Gott treten. Und wenn wir vor ihm stehen, werde ich sagen: Herr, ich hasse nicht, ich werde gehasst. Ich peitsche niemanden, ich werde gepeitscht. Ich begehre niemandes Land, mein Land wird begehrt. Ich verlache kein Volk, mein Volk wird verlacht. Und, Bruder, was wirst du sagen? Die ganze Hoffnung nach dem furchtbaren, armseligen Erdendasein in ein Land der Freude zu kommen, spricht aus dieser Zeit. Sie hören nur noch einmal Felicia Weathers. Sie singt für sie 5 Spiritueux. Und ihr folgt der Franz Schubert Chor mit einem von Wilhelm Luther komponierten. Guide my feet, Lord, why?
Martin Luther, der mit dem Thesenanschlag an die Schlosskirche zu Wittenberg den Ausgangspunkt, den Auftakt für die Reformation setzte, der Papst, Kirche und Kaiser widerstand und schließlich hier auf der Wartburg seinem Reich der Vögel oder seinem Patmos, wie er es selbst nannte, von Mai 1521 bis März 1522, also über 10 Monate, Zugriff hat. Er ist es, dessen großes Werk der Übertragung der Heiligen Schrift die Jahrhunderte überdauert hat und die Menschheitsgeschichte maßgeblich beeinflusste. Oft wird er vergessen darüber, dass Martin Luther, der große Reformator, in gleicher Weise der Kirchenmusik wichtige Impulse verliehen hat. Ein Lied, Luthers Freilich, wurde zum Symbol des Protestantismus. Eine feste Burg ist unser Gott. Wir sind jetzt von unserem Chor gesungen. Ein festes Luthers Choral, ein festes Wort ist unser Gott.
Und so schließt sich der Reigen der Jubiläen. Fast, wenn ein kleines Jubiläum soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Dieses heutige Konzert ist das 10. Bartok-Konzert aus der Franz Schubert Chor Eisenach unter der Leitung von Luther Peter. Und so soll ihr hier an dieser Stelle Dank gesagt werden, als sie doch nach dem Begründer und ersten Dirigenten Louis Fabre wesentlich den hohen Rang mitgeprägt in dieser Chor und im Chorwesen Thüringens hat. Mit dem Bundeslied Karl Friedrich Zelters, seines Lehrers Mendelssohn Bartholdys, Meyerbeers und Löbes und einem der wenigen Blutsfreunde von Johann Wolfgang Goethe soll nun das heutige Festprogramm ausgehen. Lassen Sie mich einen Gedanken an den Schluss stellen. In einem der Stammbücher der Bartok findet sich unter dem 15.11.1815 folgender Eintrag. Man schaut von der Bartok, ist hier gemeint, ins Großherzogtum Weimar, ins Herzogtum Gotha, nach Meiningen, nach Hessen. Man sieht Himmel sich über Sachsen, Preußen, Bayern, Württemberg und Österreich Köln. Doch wo ist Deutschland? Die Frage stellt sich auch noch heute und heute wieder neu. Wir sollten gemeinsam durch die Kunst darauf hinwirken, dass in unseren Gedanken endlich Deutschland eins werde und sich mit seinen guten Traditionen weltoffen und tolerant in das Europa der Zukunft einbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schluss noch möchte ich für das Zustandekommen dieses Konzertes der Bartok Stiftung, der Konzertdirektion IDT Music GmbH Düsseldorf, dem Kulturdezernat der Bartok Stadt Eisenach sowie der Kreissparkasse Eisenach sehr herzlich danken. Ich wünsche Ihnen einen guten Tagesausgang. Ihr Herr Brahm. In allen guten Stunden erhöht von Lieb und Wein soll dieses Lied verbunden von uns gesungen sein. Uns hält der Gott zusammen, der uns hierher gebracht. Erneuert unsere Flammen, er hat sie angefacht. Wer lebt in unserem Kreise und lebt nicht selig drin, genießt die freie Weise und treuen so bleibt durch alle Zeiten Herz Herzen zugekehrt. Von keinen Kleinigkeiten wird unser Bund gestört. Mit jedem Schritt wird weiter die rasche Lebensbahn und heiter immer heiter steigt unser Blick hinan. Uns wird es nimmer bange, wenn alles steigt und fällt und bleiben lange, lange auf ewig so gesellt. Ich hatte meine Stimme schon nach Hause.